Überhäuft von Ehrungen, Preisen und Titeln, erschöpft von Interviews und Reisen um die ganze Welt, hier, in diesen Hügeln unweit von Rimini, findet Umberto Eco mit seiner Frau und Verbündeten Renate Ramge im Sommer Zuflucht. Sie leben in einem ehemaligen Jesuitenkloster mit 40 Zimmern und 40 Türen. Das Geschichtenerzählen geht Umberto Eco über alles. Ich bin hierher gekommen, um seinen Geschichten zu lauschen. Die Herkunft meines Namens ist nicht ganz klar. Mein Großvater väterlicherseits war ein Findelkind. Damals, und ich glaube, das ist heute noch so, verpasste der Rathausangestellte den Findelkindern einfach einen Namen. Da gab es auch ganz sadistische Angestellte, die scheußliche Namen vergaben. Das Findelkind war manchmal sofort daran zu erkennen, dass es einen geradezu obszönen Namen hatte. Und dieser Angestellte war auf die Idee gekommen, mir den Namen Eco zu geben. E-C-O. Ich habe mich immer gefragt, warum? Es ist der Name einer Nymphe aus der Mythologie. Wie konnte ein Rathausangestellter so gebildet sein und solch poetische Neigungen haben? Ein Kollege, der in der Bibliothek des Vatikans mit alten Texten arbeitete, hatte eine von Jesuiten erstellte Liste von Namen gefunden, die man den Findelkindern gab. Einer lautete Eco, und das bedeutet Ex Caelis Oblatus, das heißt vom Himmel gegeben oder geschenkt. Also ist er gar nicht so übel, der Ursprung meines Namens, vom Himmel geschenkt, nicht von der Hölle. Und das ist doch nicht schlecht. Mein Großvater väterlicherseits war Schriftsetzer. Als er in Rente ging, wollte er sich irgendwie beschäftigen. Also hat er Bücher gebunden. Wenn ich ihn besuchte, spazierte ich in der Wohnung herum. Überall waren Stapel von Büchern, die gebunden werden sollten. Es waren alles Bücher aus dem 19. Jahrhundert. Solche wie Dumas mit den vielen Illustrationen, den Stichen und so weiter. Damals fing ich an, von all dem zu träumen. Das war meine erste Erkundung volkstümlicher Literatur. Auf der anderen Seite gab es meine Großmutter, mütterlicherseits, eine vollkommen ungebildete Frau, aber eine besessene Leserin. Sie war bei der Stadtbibliothek eingeschrieben und das Haus war immer voller Bücher. Wenn sie eins ausgelesen hatte, borgte sie es mir. So habe ich mit 11, 12 Jahren große romantische Literatur gelesen. Aber im Haus gab es nur sehr wenige in Regale geordnete Bücher. Ich bin nicht wie hier von Büchern umgeben aufgewachsen. Ich begann, mir meine eigene kleine Bibliothek anzulegen. Hat es dich nicht verunsichert, nicht zu wissen, woher du kamst? Ach, weißt du, dazu gibt es ja die Vorstellung, dass man doch eines Tages noch entdeckt, dass ich der letzte Nachkomme des Kaisers vom alten Orient bin
und ich Anrecht auf den Thron von Byzanz habe. Das ist doch keine schlechte Aussicht. Auf der anderen Seite ist da auch der Stolz, selbst der Begründer einer Dynastie zu sein. Mein Vater war der erste von 13 Söhnen. Ich war der erste Sohn meines Vaters. Mein Sohn war der erste meiner Söhne. Und Manuel war der erste von Stephanos Söhnen. Also könnte Manuel aus dynastischen Gründen der neue Kaiser des Alten Orients werden. Nach mehr als 30 Jahren Freundschaft ist Umberto Eco immer noch ein rätselhafter, fast unergründlicher Mensch. Kennengelernt habe ich ihn als Mediävisten, Semiotiker, als brillanten Universitätsprofessor. Sein Hervortreten als Romanschriftsteller kam eher unerwartet. Und nichts ließ den ungeheuren Erfolg seines ersten Romans, Der Name der Rose, vorausahnen, der dann auch verfilmt wurde. Eines Tages besuchte mich eine Freundin, die für einen sehr kleinen Verlag arbeitete. Sie sagte, mir ist die Idee gekommen, eine Reihe von Leuten, die keine Schriftsteller sind, sondern Politiker, Soziologen, Philosophen, aufzufordern, ganz kurze Krimis zu schreiben. Ich habe geantwortet, sollte ich einen Krimi schreiben, wird er 500 Seiten lang sein und im Mittelalter in einem Kloster spielen. Daraufhin sagte sie, nein, danke, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Dann habe ich mich an meinen Schreibtisch gesetzt und angefangen, Namen von Mönchen aufzuschreiben. Von Mönchen? Ja, von Mönchen. Diese Liste und kleine Zeichnungen habe ich angefertigt. Das heißt, ich hatte, ohne es zu wissen, schon seit einiger Zeit Lust, eine Geschichte zu erzählen. So begann das. Allmählich kam mir dann die erste Idee, nämlich, wie vergiftet man einen Mönch? Monstrante scriptura quia, in multiloquium non effugetur peccatum. Mein erster Roman konnte nur ein Krimi sein. Es ist kein Zufall, dass ich die Geschichte im Kloster spielen lasse, wegen der angelsächsischen Tradition, der Mörder kommt aus dem Pfarrhaus. Dort ist es ein Pfarrhaus, eine Kirche. Ich meine, für einen guten Krimi ist es unumgänglich, dass die Handlung etwas mit Kirche und Priestern zu tun hat. Es ist auch klar, warum. Die Verdachtsmomente sind einfach interessanter. Ausgegangen bin ich von einem packenden Bild. Dem Bild eines Mönchs, der vor einem Pult stehend ein Buch liest und plötzlich tot umfällt, weil er vergiftet wurde. Dieses Bild war der Auslöser. Ich hatte einen Freund, der Chemiker war, und ich habe ihn gefragt, wie man jemanden vergiften kann. Er hat mir per Brief geantwortet. Den habe ich vernichtet, weil ich mir dachte, eines Tages stirbt jemand in meinem Umfeld, ein Freund, meine Frau. Jemand anderer findet diesen Brief und schon lande ich im Gefängnis. Und das war's dann. Bevor er überhaupt zu schreiben anfängt, muss sich Umberto Eco seine Romanwelt regelrecht konstruieren. Das ist die Umrissskizze des Klosters. Ich hatte Pläne von existierenden Schlössern. Castello Ursino, Castel del Monte. Das hat mich stark inspiriert. Cluny. Ich hatte eine Reihe von sehr unterschiedlichen Skizzen für das Labyrinth der Bibliothek gemacht, das hinterher natürlich ganz anders aussah. Es ist eher so geworden. Comme ça.
Ich habe also erst mit ungefähr 48 Jahren angefangen, einen Roman zu schreiben. Alle haben mich gefragt, warum. Ich habe geantwortet, das ist das Alter, in dem die Herren mit einer Tänzerin in die Südsee durchbrennen und ich schreibe einen Roman. Schon als Heranwachsender war Umberto Eco ein leidenschaftlicher Krimileser. Mir fiel auf, dass ein großer Teil seines erzählerischen Werkes seine Originalität aus der literarischen Tradition des Kriminalromans bezieht. Da stehen die gesamten Maigrets. Da sind alle Nero-Wolf-Romane, hier alle Agatha Christies und hier der gesamte San Antonio. Da steht alles. Ich weiß nicht, der ganze Edgar Wallace. Der Krimi ist so beliebt, weil er einem tief in uns verwurzelten Bedürfnis entspricht, welches dasselbe ist wie das Religiöse. Es ist kein Zufall, dass die Engländer den Krimi Who is done it nennen. Wer hat das getan? Auch die große metaphysische Frage lautet, wer hat das getan? Jemand hat die Welt geschaffen oder jemand ist der Schuldige an all dem, was da ist. Und genau das ist die Frage des Krimis, zumindest des traditionellen Krimis. Könntest du jeden deiner Romane in einem Satz zusammenfassen? Der Name der Rose handelt von einem Mord in einem Kloster. Das Foucault'sche Pendel von einer Verschwörungsobsession. Baudolino, wie kann man wahre Geschichte durch Lügen erzählen? Die geheimnisvolle Flamme der Königin Luana. Kann man sein eigenes Gedächtnis wiederfinden, indem man sich auf das objektive Gedächtnis einer Generation stützt? Und die Insel des vorigen Tages, wie lässt sich aus der Einsamkeit heraus die Welt neu erfinden? Les salsifis dansent sans bruit et le chou-fleur se trémoussait avec ardeur. Nach meinem ersten Roman dachte ich mir, jetzt habe ich wohl nichts mehr zu erzählen. Alles, was ich im Kopf hatte, habe ich da reingepackt. Falls ich einen zweiten Roman schreiben sollte, denn ich hatte Geschmack daran gefunden, was wäre diesmal die Grundidee? Und da sind mir zwei Dinge eingefallen, die ich selbst gesehen habe. Das eine war das Foucault'sche Pendel. Ich hatte es 1950 in Paris gesehen und war sehr berührt davon. Dieses Bild des schwingenden Gegenstandes und der Erde, die sich darunter dreht. Das andere Bild, das war ein junger Mann, der beim feierlichen Begräbnis von Widerstandskämpfern Trompete spielte. Eine Begebenheit, die ich wirklich erlebt hatte. Und diese Geschichte erzähle ich im Foucault'schen Pendel. Ich habe das Gefühl, ich habe sie sehr gut erzählt. Wenn ich sie hier so einfach nacherzähle, kommt es mir fast vor, als ruiniere ich sie damit. Vielleicht war das der wichtigste, der metaphysischste Augenblick meines Lebens. Denn es gab eine direkte Verbindung zwischen mir und dem Unendlichen. Einerseits schreibt man aus Freude am Erfinden einer Geschichte. Andererseits behaupte ich immer, ich sei kein Schriftsteller, der für sich selbst schreibt. Nein, man schreibt eindeutig für die anderen. Du schreibst nicht, um dem Leser das zu bieten, was er erwartet. Im Gegenteil, die Schwierigkeit besteht darin, den Leser dahin zu bringen, das zu wollen, was er gerade nicht erwartet. Das ist das Problem, das sich beim Schreiben stellt. Eine Art Fangnetz zu knüpfen, in das der Leser hineinfallen soll.
Sicher hat der Computer das Schreiben grundlegend verändert, und zwar in zwei Punkten. Der eine ist die Geschwindigkeit. Mit dem Computer kannst du in der Geschwindigkeit schreiben, mit der dein Geist arbeitet. Der zweite ist die Möglichkeit zu korrigieren, die allerdings auch die Gefahr birgt, dass man zu viel herumkorrigiert. Wie arbeitest du eigentlich? Man hat den Eindruck, dass du alles Mögliche aufpickst. Ich glaube, dass jeder, der geistig arbeitet, hier und dort Dinge aufpickt. Nur Dummköpfe picken nicht herum wie die Vögel. Die sind autistisch, klammern sich an ein Thema, wissen schon alles oder lesen ewig im gleichen Buch als einzige Quelle ihrer Inspiration. Wenn ich dich richtig verstehe, bist du gerade dabei, die Originalmusik für unseren Film zusammenzupicken. Ich danke dir. Als bräuchte er das Alibi der Fiktion, um sich selbst zu enthüllen, eröffnet uns Umberto Eco, als er schon fast 75 Jahre alt ist, mit seinem fünften Roman »Die geheimnisvolle Flamme der Königin Loana« seinen wohl persönlichsten Zugang zu seinem Werk. Der Erzähler und Umberto Ecos alter Ego Jambo erwacht aus einem tiefen Koma. Zunächst ohne Gedächtnis erinnert er sich als erstes an Bücher, die er früher einmal gelesen hat. Hier habe ich die ganzen Bücher aus meiner Kindheit. Diese Reihe hier. Mit Hilfe der Bücher seiner Kindheit hofft er, die Fäden des zerstörten Gedächtnisses wieder aufnehmen zu können. Ich wollte eine Geschichte erzählen, in die ich alle Bildgeschichten, alle Lieder, alle diese Dinge meiner Kindheit aufnehmen konnte. Und hier habe ich noch mal so viele. Da war der Einfluss der Romane von Emilio Salgari, die in Frankreich nicht bekannt sind. Aber das war unser Jules Verne. Hier steht das Datum, 1932. Und die hier, da war ich 4 Jahre alt. Das hier finde ich besser, weil er die auch gesehen hat. Nehmen wir die mit runter? Ich habe also angefangen, diese ganzen Sachen zu sammeln. Und danach habe ich mit der Geschichte begonnen. Je länger ich schrieb, desto klarer wurde mir, dass ich genau umgekehrt verfuhr wie Proust. Ich drang nicht in mich selbst ein, um meine persönlichen Erinnerungen wachzurufen, sondern ich holte eine Art gemeinschaftliches Gedächtnis an die Oberfläche, das Gedächtnis meiner ganzen Generation. Der Krieg. Ich hatte Mussolinis Rede zur Kriegserklärung im Radio gehört. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori di Gran Bretagna e di Francia. Ich erinnere mich sehr gut an die Rede und an die Lieder, die wir damals gesungen haben, wie zum Beispiel Winzere, 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 Segen, Segen, Segen. Winzere, Winzere, vinceremo in terra, cielo e mare, è la parola d'ordine d'una suprema volontà.
Eine Stadt im Nebel ist nicht leicht zu bombardieren. Also waren wir ziemlich sicher, dass es in dieser Nacht keinen Bombenangriff geben würde. Deshalb fühle ich mich bis heute ganz wohl im Nebel. Man fühlt sich wie im Mutterleib. Die anderen können dich nicht sehen, du bist verteidigt, beschützt vor den anderen. Als ich 12, 13 war, lebte ich in einer kleinen Stadt, die zum Mittelpunkt des Widerstands geworden war. Nizza Monferrato. Im Sommer versteckten sich dort die Partisanen. Im Winter kamen dann die Deutschen und die Partisanen gingen hinauf in die Berge, weil sie dort schwieriger zu fassen waren. Unten waren die Faschisten und die Deutschen. Später kamen dann die Partisanen wieder. Ich habe sogar Schlachten erlebt. Es war eine Zeit großer geistiger Verwirrung. Wir Kinder hielten es mit dem Widerstand, weil im Widerstand die Leute waren, die wir kannten. Das ist zum Beispiel die Geschichte von Bruno. Die kann ich dir erzählen. Bruno war ein Klassenkamerad aus der Grundschule, der mir zwei Dinge beigebracht hat. Erstens, dass es soziale Unterschiede gibt. Und zweitens, die Rebellion gegen die Macht. Bruno war arm, klar. Seine Kleider hatten Flecken. Der Kopf war rasiert, voller Narben und Schorf, wie das eben bei den armen Kindern damals üblich war. Jeden Samstag mussten wir die Uniform anziehen und an faschistischen Feiern teilnehmen, weil jedes Kind ein Balilla war, mit schwarzem Hemd und blauem Halstuch. Und manchmal gab es bei diesen Veranstaltungen die Eidzeremonie. Ich schwöre, den Befehlen des Duce zu gehorchen, also Mussolinis. Ein feierlicher Schwur, mit dem man sich verpflichtete, sein Leben für das Regime und für das Vaterland hinzugeben. Und am Ende des Eids, der von den Anführern gesprochen wurde, mussten alle die Hand zum römischen Gruß erheben und Lo giuro rufen. Ich schwöre. Bruno, der neben mir stand, sagte statt Lo giuro Arturo. In dem allgemeinen Lärm hatte niemand bemerkt, dass er nicht Lo giuro gesagt hatte. Nur ich hatte es gehört. Er weigerte sich, den Eid zu sprechen. Wahrscheinlich waren seine Eltern Antifaschisten, sozialistisch oder anarchistisch eingestellte Arbeiter. Auf jeden Fall hat er mir das Bild der Auflehnung, der Verweigerung vermittelt. Es war die erste Weigerung, die ich in meinem Leben bewusst wahrgenommen habe. In Luana erzähle ich von einer Klassenarbeit, die ich mit etwa 10 Jahren geschrieben habe, in der 5. Klasse der Volksschule bei einem faschistischen Lehrer. Das war so eine Art Hymne auf Mussolini, auf den Kampf, den Krieg, meine Lust fürs Vaterland zu sterben und so weiter. Ich hatte also in den ersten 5 Schuljahren diesen faschistischen Lehrer, der uns immer solche Sachen aufzwang. Als ich dann ins Gymnasium kam, war da eine entzückende, sehr intelligente Italienischlehrerin. Die ganze Klasse betete sie an und sie ermutigte uns, kleine autobiografische Geschichten zu schreiben über unser Leben und so weiter. Bloß nichts Politisches. Da gab es diese Insel, auf der ein Zauberer lebte. Und alle Städte dieser Insel hatten sehr merkwürdige Namen. Und dazu die Charaktere. Das sind die Minister der Insel. Togo, der Kriegsminister. Deponak, der Minister der Wälder. Biti, der Finanzminister.
Chichibostok. Chichibostok, der Armeeminister. Und die Städtegouverneure. Das bedeutet also, dass innerhalb eines Sommers, vor dem Hintergrund eines Krieges, der jetzt im Jahr 42 allmählich lästig wurde, sogar ein Kind anfing, seine ethische und, wenn man so sagen kann, seine ideologische Sichtweise zu verändern. In Luana, in diesem Buch, das so aussieht, als wäre es autobiografisch und zu 30% auch ist, gibt es diese platonische Schülerliebe, die ich mich nicht zu bekennen getraut hatte. Das Mädchen hatte das nie erfahren. Gegen Ende meines Lebens sagte ich mir, eines Tages muss ich sie wiederfinden und ihr die Geschichte erzählen. Und dann erfuhr ich, dass sie gestorben war. Und vielleicht ist die Idee zu Luana aus dem Gefühl der Unmöglichkeit entstanden, ihr je diese Geschichte erzählen zu können. Die Geschichte war also schiefgelaufen oder in der Schwebe geblieben. Und das gibt mir das Gefühl von etwas Unvollendetem in meinem Leben. Zwischen 12 und ungefähr 20 Jahren habe ich am religiösen Leben teilgenommen. Und da ich nicht zu denen gehöre, die sich nicht an ein Mädchen erinnern wollen, das sie früher gekannt haben, sondern im Gegenteil zu denen, die den Kontakt gern halten, verleugne ich auch meine religiösen Erfahrungen nicht. Ein Freund von mir, der tut das. Er sagt einfach, nein, das stimmt nicht, das ist nicht wahr, ich tue das nicht. Ich habe diese Erfahrung gemacht und trotz meiner heutigen kritischen Einstellung unterhalte ich eine, sagen wir, sentimentale Beziehung zu einer Welt, die einmal die meine war. Das Mittelalter war der Weg, über den ich den Glauben aufgegeben habe. Mit meinem ersten Buch, wenn du so willst. Ich habe begonnen, über die Philosophie des Mittelalters zu arbeiten, als ich noch in katholischen Organisationen involviert war. Und als ich meine Dissertation abschloss, nahm ich Abstand davon. Ich denke, es war wirklich dieses Eintauchen ins Mittelalter, das mir erlaubt hat, die Dinge zu objektivieren und diese ganze Welt, die ich mit viel Liebe und Verständnis untersucht habe, auf Abstand zu bringen. Und weil mein wissenschaftliches Bemühen zum Ziel hatte, diese Zeit in ihrem eigenen Kontext zu begreifen und nicht zu beweisen, dass sie modern sei, zeitgenössisch, war das für mich so etwas wie eine lange Kamerafahrt zurück in das Mittelalter. Aber trotz aller Liebe und allem Respekt war das nicht mehr meine Geschichte. Hier ist das Manuskript meiner Dissertation über die mittelalterliche Ästhetik und das offene Kunstwerk. Das hier ist das Manuskript des Kapitels über Joyce. Als ich über das Mittelalter promovierte, war ich gleichzeitig sehr offen für das Problem der Avantgarde. Ein Schnittpunkt war Joyces Porträt des Künstlers als junger Mann. Dieses Buch war der Beginn der experimentellen Literatur des 20. Jahrhunderts. Joyce erzählt hier von seinen Mittelalterstudien und seinen Gedanken zu Thomas von Aquin.
Nach der Doktorarbeit und der Entdeckung von James Joyce beginnt Eco 1954 für das italienische Fernsehen zu arbeiten. Eco ist einer der ersten, die ihr intellektuelles Augenmerk auf das im Entstehen begriffene Fernsehen richten. Durch die Reihe kommt er in Kontakt mit den Massenmedien und der Populärkultur, aber auch mit der experimentellen Musik. Aus Jux hatte ich einmal behauptet, das Mittelalter kenne ich aus unmittelbarer Nähe, wohingegen ich meine eigene Zeit nur über den Fernsehbildschirm kenne. In der obersten Etage befand sich das Labor für elektronische Musik. Es wurde von den großen zeitgenössischen Komponisten Luciano Berio und Bruno Maderna geleitet. Aber da verkehrten auch andere Musiker wie Boulez, Pousseur, Stockhausen. Ich war bei all den Diskussionen über die serielle Musik und die zeitgenössische Musik dabei. Im Labor für musikalische Phonologie von Berio und Maderna hatten wir versucht herauszukriegen, ob das, was sie musikalische Phonologie nannten, etwas zu tun hatte mit der Phonologie der Linguistik. Dazu muss ich sagen, dass ich 1955/56 zum ersten Mal sowohl mit Saussures Grundfragen der allgemeinen Sprachwissenschaft als auch mit Trubetskois Grundzüge der Phonologie konfrontiert wurde. Les principes de phonologie de Trubetskoy et les deux copies. Und die beiden Exemplare, die ich dir hier zeige, habe ich geklaut. Damit will ich nur sagen, dass man damals schon im Milieu der Musiker wie Berio und so weiter versuchte, sich mit den großen Problemen der Geisteswissenschaften auseinanderzusetzen. Und deshalb zeige ich dir jetzt die ersten Nummern von Incontri Musicali, wo die große Polemik von Nicolas Ruvet gegen die serielle Sprache erschienen ist. Aléa von Pierre Boulez, was ein grundlegender Text war. Dann die Antwort von Henri Pousseur an Ruvet. Und hier mein erster Artikel über das offene Werk. Schau da, die erste Lecture on Nothing von John Cage. Und natürlich Luciano Berio. Und so hast du dich mit Luciano Berio angefreundet? Ja, weil die ihr Studio im dritten Stock hatten und ich mein Büro im ersten. So haben wir uns allmählich kennengelernt. Ich war die meiste Zeit oben bei ihnen. Außerdem wohnte er mit seiner Frau Kathy Barbarian nur 100 Meter weit von mir weg. So waren wir immer zusammen. Jeden Abend haben wir zusammen gegessen. Habt ihr auch gemeinsam geschrieben? Wir haben experimentiert. Zum Beispiel die Hommage à Joyce, eine Komposition von Berio, die hat mit einer gemeinsamen Erfahrung begonnen. Wir haben Joyce in 4 verschiedenen Sprachen gelesen, dann hat er das mit seinen Maschinen aufgenommen und zusammengemixt. Ich habe ihm auch den einen oder anderen Text für seine Kompositionen gegeben. Aber weißt du, Berio die eigenen Texte anzuvertrauen, war sowas wie Selbstmord. Er hat sie zerschnippelt, Stücke herausgenommen und für seine Musik verwendet. Aber dein Text war ihm völlig egal. Und Kathy Barbarian? Hattest du etwas mit Stripsody zu tun? Ich war es, der ihr den Vorschlag gemacht hatte, in einer Komposition die Lautmalereien der Comics zu verwenden. Ich habe mir meine Comicsammlung vorgenommen und ungefähr 100 Onomatopoeien herausgefischt. Kathy hat daraus ein Meisterwerk gemacht. Dum, dum, dum. Sempre libera di Giofa. She's got a ticket to ride. She's got the weather tomorrow must be cloudy. Some. Knock, knock.
Oh, smack! Bang. Und durch all das habe ich eine einheitliche Methode entwickelt, mit der ich die Probleme der modernen Kunst und die Probleme der Massenmedien untersuchen konnte. Das ist die Semiologie oder die Semiotik. Mit dem Instrumentarium der Semiotik konnte ich die beiden Phänomene als zwei Seiten eines einzigen Hauptproblems erkennen, nämlich der Bedeutung der Kommunikation. Aber es ist zu kompliziert, das hier zu erklären. Ich habe 40 Jahre gebraucht, um etwas davon zu verstehen. Da kann ich nicht alles in 5 Minuten erzählen. Aber da gibt es noch eine Tür, wenn wir schon durch alle Türen müssen. Man könnte sagen, dass es für Umberto Eco zwei große Lieben gibt: seine Heimat und Paris. Und Paris liebt ihn gleichermaßen. Im Herbst 2009 würdigte ihn das Louvre-Museum mit einer Veranstaltung: Vertige de la Liste, die unendliche Liste. Mesdames, Messieurs, je vous remercie d'être venus si nombreux pour recevoir Umberto Eco, qui est le cinquième grand invité du Louvre. On ne présente plus Umberto Eco, écrivain dont l'éclectisme donne le vertige. Lorsque mon fils n'avait pas encore un an, je lui avais écrit pour Noël une lettre, on la trouve en français dans mon livre Pastiche et Postiche, où je lui disais que pour qu'il devenait un bon pacifiste en ayant en horreur la guerre, je lui aurais, dans les années de son enfance, donné des jouets guerriers, parce que les enfants doivent donner libre cours à leur agressivité en jouant. Alors, je t'offrirai des fusils à double canon, à répétition, des mitraillettes, des bazookas, des sabres, des armées de soldats sur les pieds de guerre, des châteaux avec des ponts-levis, des forteresses assiégées, des casemates, des poudrières, des cuirassés, des avions en réaction, des mitrailleuses, des poignards, des revolvers à barillet, des colts, des Winchester, des rifles, des chasse-pots, des gardes, des obusiers, des Nottinghams, des bombards. In allen meinen Büchern, außer vielleicht im Namen der Rose, spielt Paris eine Rolle. Einfach weil ich mich in Paris wohlfühle. Ich bin zwar Italiener, aber stamme aus dem Piemont. Und Nordwestitalien war nahezu französischsprachig. Ich habe an verschiedenen Orten unterrichtet. Im Collège de France, in der École Normale Supérieure. Ich habe Vorträge gehalten. Ich hatte Roland Barthes kennengelernt, dessen Bücher ich natürlich schon kannte. Barthes hatte erheblichen Einfluss ausgeübt auf meine Forscher- und Universitätskarriere. Ich habe eine kleine Wohnung in der Rue Saint-Sulpice gemietet. Diese Straße interessierte mich. Und dann entdeckte ich, dass da 1625 der Anfang der drei Musketiere spielt.
In meinen 6 Streifzügen durch die Literatur ist ein Kapitel dem sonderbaren Fall der Rue Servandoni gewidmet. 1625, das ist der Beginn der 3 Musketiere. D'Artagnan kommt nach Paris und wohnt dort in der Rue des Fossoyeurs. Hier habe ich den Plan gezeichnet, wie er 1625 gewesen sein könnte. Da gab es natürlich noch keine Place Saint-Sulpice. Aber Porthos wohnte in der Rue du Vieux-Colombier, Athos in der Rue Ferou. Und als D'Artagnan nach Paris kommt, wohnt er in der Rue des Fossoyeurs. Wo ist die Rue des Fossoyeurs? Das ist ein Rätsel. Einmal, als er gerade an Constance, seine große Liebe, denkt, macht er einen langen Spaziergang durch die Rue du Chasse-Midi, wie sie damals hieß, kommt an der Rue des Carmes vorbei, überquert die Rue Messière, wie sie damals hieß, und vermutlich kommt er in die Rue du Canivet und entdeckt, dass Aramis an der Ecke der Rue Servandoni zur Tür herauskommt. Okay, warum nicht? Aber es gibt da ein kleines Problem. Servandoni hat die Kirche Saint-Sulpice ein Jahrhundert später gebaut. Und erst im 19. Jahrhundert wurde die Straße Servandoni getauft. Also konnte Aramis nicht in der Rue Servandoni wohnen. Gut, Dumas hat sich geirrt. Aber es gibt noch ein anderes Problem. Die Straße, die heute Servandoni heißt, war damals die Rue des Fossoyeurs, wo D'Artagnan wohnte. Also wohnte D'Artagnan in derselben Straße wie Aramis, wusste es aber nicht. Das ist doch sehr merkwürdig. Ich habe entdeckt, dass die Rue Servandoni vermutlich von der Rue de Canivet bis Saint-Sulpice Rue des Fossoyeurs hieß und danach Rue du Pied de Biche. Aber wieso hatte D'Artagnan nicht kapiert, dass Aramis genau im Haus nebenan wohnte? Ein Rätsel. Abgesehen vom Spaß ist das Problem nur das Problem des Lesers. Inwiefern muss die erzählte Welt wahr sein wie die reale Welt? Nehmen wir ein Beispiel. Würde man dem Leser erzählen, D'Artagnan sei durch die Rue Bonaparte gekommen, würden alle sagen, da stimmt doch was nicht, weil Bonaparte zu diesem Zeitpunkt nicht existiert haben kann. Die erzählte Welt muss also Rücksicht auf die Kompetenz des Lesers nehmen. In der Erzählfiktion gibt es eine Figur wie D'Artagnan oder das Rotkäppchen. Das musst du mir einfach glauben. Du weißt ganz genau, dass es die nie gegeben hat. Aber ich tue so, als hätte es sie gegeben. Und du tust so, als würdest du mir glauben. Samuel Taylor Coleridge sprach von der Suspension of Disbelief, der Aufhebung des Zweifels. Wenn ich dir erzähle, es war einmal ein kleines Mädchen und das hieß Rotkäppchen, und du sagst, nein, es ist völlig unmöglich, dass der Wolf da vorbeikommt, dann ist das das Ende. Dann erzählt keiner mehr etwas. Du musst also deinen Zweifel aufgeben und so tun, als würdest du mir glauben. Das ist die Erzählfiktion. Ich habe Umberto Eco begleitet. Immer lauert er auf den seltenen Fund für seine ungewöhnliche Sammlung alter Bücher. Es gefiel ihm gar nicht, als ich sagte, er sei ein Bibliomane. Für die Antiquare in seinem Pariser Viertel ist er ein sehr anerkannter Sammler. Vous êtes en train de tourner? Oui. Alors je dois saliver sur ce. Vous devez tourner les pages. Et avoir l'air intéressé. Voilà, il faut voir les deux couleurs. Je crois que les pages en rouge et noir sont à la fin. Oui. Mais maintenant, je et vous ne tombez pas dessus. Il y avait une volvelle. Et alors, il me manque seulement maintenant le As Magnesia, et après, je tout. Après, vous aurez tout. Pas les opus magnéticum, oui. non, Ars Magnesia. Puisque je n'ai jamais eu le bonheur de voir vos livres, cher Umberto, est-ce que vous pourriez me dire un peu ce qu'elle contient, cette bibliothèque secrète?
Mais j'ai quelques livres que je considère beaux, par exemple, une des premières éditions de la Divine Comédie, etc. Mais parce que c'est beau, ça. Mais la collection base est Bibliotheca Semiologica Curiosa Lunatica Magica et Pneumatica. Oui. Donc, pour m'expliquer avec un libraire, je dois dire science occulte. Oui. Mais ce n'est pas exactement comme ça, parce que, par exemple, j'ai tous les langages imaginaires inventés, qui n'ont rien à voir avec les sciences occultes, mais j'ai, par exemple, des livres de sciences. Donc, un des titres est Lunatica, Lunatique, des livres de sciences pourvu qu'ils soient faux. Donc, je n'ai pas Galilée, parce qu'il disait la vérité, mais j'ai Ptolémée, parce que le pauvre s'était trompé. Et donc, si par faux, nous entendons des livres qui disent le contraire de la vérité, disons, puisqu'ici, il y a des livres anciens, et la vérité procède lentement, on pourrait dire que 80% des livres qui sont ici sont faux. Absolument. Das Falsche und die Fälschung stehen im Mittelpunkt seines Denkens. Warum ist das Falsche, das Gefälschte, eine so mächtige Triebfeder der Geschichte? Darüber denkt Eco im Labyrinth des Viertels Maubert nach, wo die explosive Geschichte seines sechsten Romans, Der Friedhof von Prag, spielt. Der Titel des Romans bezieht sich auf ein angebliches Treffen. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts sollen sich Vertreter der 12 Stämme Israels auf dem Friedhof von Prag versammelt haben, um zu erörtern, wie sie die Weltherrschaft an sich reißen können. Es ist nicht das erste Mal, dass sich Eco mit der Produktion einer Fälschung und der Paranoia des Komplotts geschichtlich auseinandersetzt. Das Thema verfolgt ihn und wird in mehreren seiner Bücher aufgegriffen. Ich war immer besessen von der Idee, dass das Falsche mächtiger ist als das Wahre. Die Fälschung mit den tragischsten Folgen sind die Protokolle der Weisen von Zion. Als sie Hitler in die Hände gerieten, geschah das, was geschah. In den Protokollen der Weisen von Zion ist die Rede von einem internationalen Komplott der Juden, die die Weltherrschaft anstreben. Schon 1921 wurde von der Times nachgewiesen, dass es eine Fälschung war. Trotzdem wurden sie weiter ernst genommen und auch weiter veröffentlicht. Ich rede nicht von der arabischen Welt, wo das Traktat überall im Handel ist. Sogar hier in Paris kann ich dir zwei oder drei Buchhandlungen nennen, die es führen. Und ein junger Mensch, der per Mausklick ins Internet geht, findet das alles, ohne zu wissen, ob das wahr ist oder gefälscht. Mich fasziniert die Lüge, weil ich Semiotiker bin. Mich beschäftigt die Sprache und die Sprachen. Die Macht der Sprache besteht nicht darin, zu beschreiben, was da ist, sondern zu behaupten, was nicht ist. Was mich immer sehr stark fasziniert hat, ist nicht die Bosheit derer, die ein Verbrechen begehen, sondern die Dummheit der Mitläufer. Selbst in meinem Roman besteht die Tragödie nicht so sehr darin, dass es eine Figur wie Simoni gegeben hat. Solche gibt es viele, auch heute noch. Tragisch ist es, an eine Fälschung wie die, die er produziert hat, geglaubt wurde und dass sie ernst genommen wurde. Mein Problem ist also nicht, dass es einen Mussolini gegeben hat oder einen Berlusconi, wobei das zwei Paar Stiefel sind, sondern dass Italiener sie ernst genommen haben. Hass ist großzügig. Ein ganzes Volk kann ein anderes Volk hassen. Hass vereint Gemeinschaften gegen andere Gemeinschaften. Man bleibt nicht an der Macht, indem man Liebe predigt, sondern indem man den Hass schürt. Deshalb bringen sich die Völker gegenseitig um. Umberto Eco ruft zur Wachsamkeit auf. Er ist im Faschismus groß geworden und das hat ihn aufmerksam für alle Formen der Diktatur gemacht. Er erinnert uns daran, dass man sich in Acht nehmen muss vor dem Schlaf der Vernunft, der Ungeheuer gebiert. Denn das Ungeheuer könnte auch unter uns schlafen.
Umberto Eco est né la nuit du 5 au 6 janvier 1932, pendant une belle nuit d'hiver, avec pratiquement dès la tombée de la nuit, vers l'horizon sud de la constellation d'Orion, et puis l'étoile la plus brillante du ciel, Sirius, qui était resplendissante. Erinnerst du dich, Umberto, dass du am Ende deiner 6 Streifzüge durch die Literatur einen grandiosen Himmel beschrieben hast, bei dessen Anblick es dir vorkam, als wärst du mit deinem Ursprung verbunden? Was ist da geschehen? Ich habe den Himmel meiner Geburtsnacht gesehen, die ich in Wirklichkeit natürlich nicht gesehen hatte. Und meine Mutter auch nicht, die viel zu erschöpft war. Aber vielleicht war mein Vater an diesem Abend auf den Balkon getreten, um seine Aufregung zu bändigen. Und dann hat er den Himmel gesehen. Und doch glaube ich, dass ich das einzige menschliche Wesen bin, das den Himmel seiner Geburt gesehen hat. Und es ist sehr ergreifend, seinem eigenen Ursprung zu begegnen. Heute bist du 80. Woran denkst du, wenn du ans Ende deines Lebens denkst? Wenn der Tod kommt, sind wir nicht mehr da. Also kümmere ich mich nicht um diesen Augenblick. Der Mensch ist das einzige Tier, das lacht. Und nur der Mensch weiß, dass er sterben muss. Da er der Einzige ist, der weiß, dass er sterben muss, ist er auch der Einzige, der das Lachen erfunden hat. Als Ventil, um sich nicht zu ernst zu nehmen.